Habt ihr Bock auf Überleben? Das hoffe ich doch. Wir spielen eine Runde Soul Mask. Der Titel ist, ja, etwas älter, wäre, würde ihm nicht gerecht werden, weil es, glaube ich, am 31. Mai, 1. Juni rum ist das Spiel rausgekommen und ich wollte es die ganze Zeit machen und habe es nicht gemacht. Aber jetzt mache ich es endlich, weil es mir die ganze Zeit im Ohr hing und ich dachte, das probiere ich demnächst mal aus. Es ist ein wunderbares Spiel mit Freunden. Wenn man keine Freunde hat, gibt es auch die Möglichkeit, alleine zu spielen. Und das machen wir jetzt natürlich einfach. Wir haben verschiedene Optionen. Entspannt, einfach, normal, schwer. Wir machen wahrscheinlich normal, oder? Wir machen mal normal. Dann müssen wir hier irgendwie was eingeben. Weiß ich nicht, ob das irgendwas bringt. Und was ist das? Die Anzahl der Spieler oder was? Passwort einstellen. Beitritt anderer zulassen. Ja, aber nur mit Passwort. Das Passwort ist... Keine Ahnung. Und let's go for it. Schauen wir einfach mal rein. Ich mag ja so Spiele ganz gerne. Gibt sehr viele von diesen Survival-Crafting-Titeln. Einige sind besser als andere. Bin gespannt, was wir hier erleben für wilde Abenteuer. Das sieht, ich mag so die Artworks auf jeden Fall. Das sieht so richtig nach so Schatzsucher-Locations aus. Okay. Ruckel, ruckel, ruckel. Ja, früher hatte man noch nicht viele Frames, ne? Zuckel, ruckel. Oh Gott. Das ist jetzt aber nicht in Ordnung. Die wollen die arme Frau opfern. Oh, da wird doch hoffentlich ein Held jetzt dazwischen gehen und das verhindern. Ja. Oder? Ja. Und wer war's? Er? Ja, nein, er sitzt doch im Käfig. Wie soll er das gemacht haben? Sind wir das? Oh ja. Ah nee, scheiße. Die arme Frau ist gestorben und wir müssen jetzt, wir wären die Nächsten an der Reihe jetzt. Nee, das wollen wir natürlich tunlichst verhindern. Wir können hier ein bisschen rumspielen. Körpergröße, machen wir Beleibtheit. Körperfettanteil. Ne, wir wollen mal nicht realistisch sein. Dann wäre es eher so. Was haben wir für eine Haarfarbe? Ey. Okay. Entschuldigen Sie bitte. Diese Haarfarbe ist offensichtlich nicht verfügbar. Hallo? Ja, das ist doch eine wunderschöne Frisur. Das ist doch ein fantastischer Topschnitt. Wilbald sieht einfach immer so aus. So, was hat Wilbald für ein Gesicht? Ja, verschiedene Gesichter zur Auswahl. Hier, das ist Wilbald. Und... er hat natürlich so schönes, braunes, flockiges Haar. Können wir ihm auch noch einen Namen geben? Wir werden sehen. Okay. Also die Frau wurde offensichtlich nicht gerettet. Aber jetzt kommt ein verfeindeter Stamm und unterbricht in letzter Sekunde dieses Blutritual. Vielleicht ist das auch unser Stamm. Aber ich glaube, wir ergreifen einfach die Gelegenheit und fliehen. Versuchen unseren Häschern zu entkommen in den Wirren des Krieges. Hört ihr das auch gerade oder ist das nur bei mir? Habt ihr gerade auch so ein komisches Geräusch oder ist das nur bei mir? Habt ihr einen Key geflüstert? Oh, warte mal, ernsthaft? Mir wurde ein Key geflüstert.
Wo denn? Ach so. Ich dachte, du hast mir noch einen Soul Mask Key für Nikola rumgereicht. Okay, also. Was machen wir? Maskenfarbe. Maskenpupillen. Oh, hier rote Pupillen. Und, ja, ne, ein bisschen Kontrast. Grün. Grün, rot, weiß. Und das ist doch. So, das machen wir jetzt so. Was haben wir hier? Eroberung. Ertragsreichtum. Ist das irgendein Bonus? Zivilisation finde ich ja ganz gut. Gewöhnlicher Ausdauerauftrieb. Gewöhnlicher Übertakt. Aha. Kritische Barriere. Alles klar, alles klar. Und das sind jetzt hier andere Sachen. Das ist eher so mit Kämpfen. Und das ist mit Flugbahnkorrektur. Wir nehmen mal das hier. Und natürlich sind wir Wilbald. So, bestätigen. Wilbald wird neu geboren. Okay, warum gibt es da so ein Portal? Ich denke, wir sind im alten Amazonas oder sowas. Aber es gibt ein... Oh. Ah. Da sind wir in die Welt. Okay, also was haben wir hier? Oh, schwerer Schlag. Ziel fixieren geht auch. Sprungangriff. Oh, Dark Souls-artig. Okay, Sprungangriff geht wahrscheinlich nicht mit der Hand. Sprinten, rollen. Rolli, roll. Ah, hat schon was Souliges. Okay, rüste dich mit Waffen, Ausrüstung, Werkzeugen aus, errichte einen Unterschlupf, rekrutiere Stammesmitglieder, arrangiere Arbeiten, schalte Kontrolle frei, gründe deinen eigenen Stamm. Visiere Sträucher in der Umgebung an und klicke E, um 5-mal zu sammeln. Suche auf dem Boden der Umgebung nach kleinen Steinen und klicke E, um sie 5-mal aufzuheben. Also okay, der Klassiker. Der Klassiker. Erstmal die naheliegendsten Ressourcen aufsammeln. Stroh. Eigentlich kann man immer E drücken, ne? Irgendwas findet man schon. Oh. Was? Tutorial? Hi! Ja, wir wollen natürlich nicht zu viel lesen. Ich hoffe, dass ich zu Beginn erstmal über genug Basiswissen in dem Genre verfüge, dass ich das ein paar Sachen hinkriege. Aber grundsätzlich sollte man sich natürlich diese Hinweise alle sehr gut durchlesen. Aber ich bin ein alter Survival-Veteran. So, wir wollen noch ein bisschen Zweige hier, sowas. Okay. Oh, okay, alles klar. Lagerfeuer. Zum Lernen linke Taste gedrückt halten. Wo hier? Ja. Stark, jetzt haben wir Lagerfeuer gelernt. Machen wir es mal noch Tutorial. Und das sind unsere Taschen. Wähle hergestelltes Lagerfeuer und drücke E zur Nutzung. Ja. Okay. Was brauchen wir dafür? Fasern noch. Können wir nicht hier, können wir nicht bauen. Fasern hier. So, können wir das hier von so Pflanzen? Was ist das hier eigentlich? Y drücken, Maskenreparaturseite, Kristalle verschiedener Farben nutzen, um die Maske zu reparieren. Okay. Oh, also die Maske ist, glaube ich, ganz schön cool.
Okay, das sollte man sich alles in völliger in Ruhe, muss man sich alles in Ruhe durchlesen. Das scheint mir dann doch ein bisschen komplex zu sein, aber wir spielen jetzt einfach drauf los. Guck mal, das ist hier mit Maske, das ist Q. Mit Y kann ich die sozusagen reparieren und neue Funktionen hinzufügen. Dafür brauche ich aber so Kristalle. Wahrnehmungsverstärkung. Die habe ich natürlich alle noch nicht, die Kristalle. Aber das finde ich eine ziemlich coole Idee. So, wir wollen auch welche von diesen Fasern. Was ist denn, wenn ich jetzt den Baum verprügel? Kriege ich dann... Okay. Der auf Nimmerwiedersehen. Oh, unser Holzfäller können sich verbessert. Ach, die Bäume, ey! Das ist ja ein bisschen frech. Hallo? Ja, das... Okay, ich kann super Bäume fällen, aber... Was soll das? Ich bin unzufrieden mit der Situation. Ich will sofort meine teuer verdienten Bäume. Weiß ich nicht, ob ich das gerecht finde. Wir brauchen noch ein paar Pflanzenfasern hier. Was ist das für eine Pflanze? Auch weggeglitscht. Da, hier sind ganz viele Fasern. Guck mal. Und wir verbessern stetig unsere Fähigkeiten. Das finde ich super. Ich weiß nicht, wie viel wir schleppen können, was unser Inventory angeht. Aber immer alles sammeln und dann in die Bauphase gehen. Finde ich besser, als für jeden Schritt einzeln zu sammeln. So. Hier ist noch eine kleine Lichtung. Ich mache mal hier jetzt ein Lagerfeuer. Crafting mit Kraftenstein. Da bauen wir das. Alles klar. Es dauert 10 Sekunden. Und dann können wir das auf den Boden setzen. Und dann können wir vermutlich auch leckere Sachen braten. So, Lagerfeuer ist... Da haben wir das Lagerfeuer auf der 4. Da ist es. Ist es nicht wunderschön? Okay, und jetzt können wir hier Köstlichkeiten herstellen, wie das halt so ist. Aber wir brauchen natürlich erstmal die nötigen Ingredienzien. Ich lese einfach nicht. So, primitive Werkzeuge, das, oh, was ist das? Nehmen wir einfach, eine Steinspitzhacke, okay, eine Steinspitzhacke sollen wir bauen. Steinspitzhacke. Da wird sie gebaut, dauert 10 Sekunden, gar kein Problem. Und dann sollen wir ein paar Steine sammeln. So, ist fertig. Die Lampe. Fleischbrühe, Wildfrucht. Okay, die ist auf der 4. Und jetzt gehen wir... Oh, ein Tapir. Oh, fuck, das muss ich... Sorry, aber... Au, der haut mich. Au. Endbosskampf. Guck mal hier. Alles in Dark Souls gelernt. Immer am Popo kleben und zur Not wegrollen. Oh, was ist das? Oh Gott, das ist fürchterlich. Hört ihr das auch? Oder hört ihr das auch? Oder höre nur ich das? Ich glaube, meine Kopfhörer haben einen kleinen Wackelkontakt. Ich glaube, das bin nur ich. So, Hammer. Was? Tapir Hauptmenü? Oh, krass. Speichere Daten. Interessant. Ich glaube, ich brauche neue Kopfhörer. Die sind ja komplett am Durchdrehen. So, ich will den jetzt haben. Warum kann ich jetzt nicht den... Brauche ich vielleicht noch ein Werkzeug, um das auseinander zu friemeln? Das hier, ja. Das habe ich mir gedacht. Ist ja oft so.
schnell bevor der hier verschwindet. Das Tutorial hat mich nicht drum gebeten, aber ihr seht, ich bin so ein alter Survival-Veteran. Ich. Da. Wie grazil er das macht. So, jetzt habe ich das nämlich auch. Oh, da ist noch ein Tarp hier. Wo ist denn eigentlich mein Lagerfeuer? Da, ich sollte mich nicht zu weit davon entfernen. Wir wollten eigentlich mit der Steinspitzhacke den Stein hier marken. Sehr gut. Muss ich die noch einsammeln, die Sachen? Oder habe ich die automatisch? Ich lese mir das gar nicht durch. Ich bin so selbstbewusst. Oh, milde Hitze. Okay, das ist gut. Was willst du jetzt von mir? Eine Steinaxt haben wir doch gemacht. Wieso? Ich habe doch die Steinaxt gemacht. Wieso gibt er mir denn... Ah ne, warte, Steinspitzhacke hatte ich gemacht. Steinaxt hatte ich noch nicht gemacht. Und mit der Sense können wir Pflanzen machen. Mache ich auch. Sehr gut. Und damit machen wir jetzt erstmal wahrscheinlich mit der 6. Hier, wo bist du? An Baum ran, oder was? Vielleicht verschwinden die dann nicht. Geh mal an so einen... Ja, so einen dicken hier. Baumrinde. Ach, guck mal, siehst du? So geht das nämlich. Und dann haut er ab. Okay. Es gibt ja auch manchmal Spiele, da fällt der Baum hin und dann kann man den noch weiter zacken oder was auch immer. Aber hier glitscht er einfach weg. So, und dann können wir noch die Sense einmal nehmen. Oh, das ist ja Hammer. Guck mal. Ah ja. So, das gucke ich mir jetzt gar nicht an. So, jetzt können wir irgendwas verbessern. Level 6. 5 Attributspunkte haben wir. Okay, was brauchen wir denn alles? Konstitution, Kraft, Belastbarkeit. Agilität. Alles gut, ne? Traglast finde ich gut. Ja. Und, hier ist so alles super. Bogenschaden. Bogenschaden ist natürlich auch nicht schlecht. Belastbarkeit. Ausdauer ist auch immer sehr wichtig. Kraft finde ich auch super zum Schleppen. So, und jetzt bestätigt. Hammer. Guck. Das haben wir aufgelevelt. Haben wir gut gemacht. Überlebensbrille. So, was brauchen wir noch? Holzspeer. Primitive Waffen. Okay, alles klar. Wir werden uns primitive Waffen werden wir lernen. Holzhammer. Oh, damit können wir wahrscheinlich dann was bauen. Okay, und jetzt sollen wir einen Speer bauen. Holzspeer, dafür brauchen wir Baumstamm und Hartholz. Okay, das heißt, wir müssen jetzt wieder unsere Hacke hier nehmen. Jetzt gehen wir mal an so einen mächtigen Ast ran. Vielleicht nicht so eine Palme, sondern ich werde gleich mein Feuer nicht mehr finden. Ich sag's euch jetzt, ich call es jetzt, okay? Ich werde gleich meine... Warte, ich will dir gerade nichts mehr von dir. Ich will nur an den Baum ran. Ich will ja nicht die ganze Population... Oh, habe ich die hier senden? Wieso denn die Sense? So. Guck mal, der ist richtig ergiebig, der dicke alte Onken. Baumfeld! Habe ich jetzt Holz bekommen? Ja. Okay. Während der baut, hauen wir den auch nochmal... Oh, was ist das denn? Ich wollte gerade sagen. Ich bin ja Fan von dieser Level... Struktur, dass man halt nur, wenn man Sachen macht, auch besser da. Oder was heißt nur, wir können ja auch andere Aspekte noch leveln, wie wir gerade gesehen haben, die Hauptattribute, aber ich mag das eben, wenn man. Ist das Kupfer oder was ist das? Nee. Wenn man dafür belohnt wird, also wenn man Sachen macht und dann einfach besser daran wird. So, das finde ich immer gut.
Ja, da ist mein... Jetzt haben wir den Speer. Jetzt kann ich... Nein. So. Okay, sollen wir den jetzt... Oh, was? Halte Holzspeer und drücke F zur Nutzung von Spezialangriffsfähigkeit. Wirf Holzspeer, um beim Gegner Schaden zu bewirken. Drücke erneut F, um den Holzspeer zurückzuholen. Und um den Gegner zurückzuziehen. Okay. Das muss jetzt mal, dieser Tab hier muss jetzt mal herhalten. Ah, das ist ja lustig. Au. Ja, warte mal, ey. Da ist ein Dings dran. Hör auf jetzt. Ich muss mal irgendwas konsumieren. Ich habe, glaube ich, leichte gesundheitliche Probleme. Ja. Ja, warte, und das? Ja, mal zwei. Krieg ich jetzt... Ah, ich krieg, glaube ich, ein bisschen Leben zurück. Ja. Und ein paar leckere Beeren snacke ich jetzt auch mal. Okay, dann nehmen wir jetzt mal schnell mein Schneidemesser. Das ist auf der 5. Gib mir alles, was du hast. Okay, das mit dem Speer ist lustig. Wo ist... Hier ist mein Lagerfeuer. Und wir wollen es anzünden. Nicht genug Brennstoff? Doch, wir haben super viel Brennstoff. Wie wäre es denn mit Premium-Hartholz? Nein, das schmeiße ich da nicht rein. Aufteilen. Die Nummer 11. Und 2. Okay, anzünden. Und jetzt nehmen wir gebratenes Fleisch. Jetzt braten wir uns mal Tapirfleisch. Njam, 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 njam. Gib mir das. Was? Noch mehr. Kann ich hier noch... Ah ja, guck mal hier. Wie viel habe ich denn? 27? Ja, da liegt es ja auch. 27 Frischfleisch. Was ist denn damit? Benötigtes Material Frischfleisch. Ist doch frisch. Wieso kann ich das noch nicht freigeschaltet, ha? Sowas hier. Wieso, was fehlt mir denn an Material? Da steht doch Frischfleisch. Oder das ist eine andere Form des Fleisches. Seltenes Premium. Naja, okay. So, ich erhole mich ein bisschen. So, Standardangriffsmethoden, schnelle Angriffe, Drücken der linken Maustaste, schwere Angriffe durch Halten der linken Maustaste und Abwärtsangriffe durch Drücken der linken Maustaste nach einem Sprung. Ja, da gibt es auch diverse Möglichkeiten. Okay, wir können jetzt mal die Karte aufrufen. Hier ist ein Fragezeichen, hier sind wir. Können wir eine Markierung... Ja. Da. Da ist unser Lagerfeuer. Oder warte, wir können mit F... Ah, hier. Mit F können wir sogar eine... Da. Zack, Lagerfeuer bestätigen. Bam. Ja, bestätigen. Geil. Und können wir die andere wieder wegmachen? Nee. Achso, die wird... Okay, doch. Sehr gut. Dann kommt jetzt das gebratene Fleisch... Das sollen wir jetzt mal essen. Das machen wir natürlich direkt. Wo bist du? Kadaverstück. Ich muss erstmal hier rausziehen. So. Jetzt können wir das essen. Mmh, lecker. Haben wir auch gemacht, oder? So, Basisgebäude sollen wir jetzt erforschen. Strohfundament. Das brauchen wir doch alles. Strohtür. Jetzt können wir nämlich bauen. Strohkiste. Ja, endlich können wir bauen.
So, Herstellungsleiste aufzurufen. Stelle 12 Teile, was? Stelle 12 dicke Seile her. 12 dicke Seile. Mach mal, ey. Mach mal 12. So. Okay, dann. Ja, warte. Haben wir gemacht. Was sollen wir jetzt machen? Grobstoffausrüstung. Grobstoffschutzausrüstung. Grober Stoff. Okay. Grobstoff. Wo haben wir Grobstoff? War das hier? Entschuldigen Sie bitte. Tischlerei? Ist das bei Weberei? Ist das... was? Grobstoffausrüstung, Grobstoffschutzausrüstung. Entschuldigen Sie bitte. Grob. Stoff. Grob. Grober Baumwollstoff. Grobes Leder. Grober Stoff. Ah, das ist es. Ah, da unten. Ah. Okay, habe ich gemacht. Jetzt soll ich nochmal grober Stoff herstellen. Machen wir. Grober Stoff. Das können wir mit F beschleunigen. Alles klar, grober Stoff. Wir sollen aber richtig viel. Wir sollen 20 Teile grober Stoff. Was brauchen wir denn für Grobstoff? Was brauchen wir denn dafür? Wo bist du? Grobstoff? Grobstoffhandschuhe, Grobstoff, nee, einfach nur Grobstoff. Stroh, hallo? Was fehlt mir denn für Grobstoff? Keine Ahnung. Machen wir jetzt. Kleidung. 20 Teile grober Stoff. Da brauche ich doch noch andere Sachen für jetzt. So, das ist übrigens... Muss ich das anlassen? Können wir ruhig anlassen. Das machen wir mal weg. So, Kleidung haben wir gemacht und das legen wir wahrscheinlich an. Tada! Ach, guck mal, wie schön wir sind. So, wir stellen das her. Ich nehme mal meine Sense. Und werde noch ein bisschen hier... Ey, das hat nichts gebracht. So. Wir sind ja an die Büsche ran. Dafür brauchen die diese Weinreben, brauchen wir für die und Stroh und so. Machen wir alles. Für die jetzt anstehenden Aufgaben. Das weiß ich als Überlebensprofi. Hier diese Weinreben da und so. Ja. Hier nochmal ran an diesen wunderschönen Busch. Ja, guck mal hier. Und Früchte haben wir auch. Muss mal eine Fackel, glaube ich, gleich bauen. Das wird zu dunkel. Schnell zurück zum Lagerfeuer. So, was ist jetzt hier? Grober Stoff, genau. Das machen wir jetzt nochmal, aber richtig gut. Und mit dem groben Stoff können wir dann Klamotten herstellen. Zum Beispiel die Grobstoffschuhe und die Hose und alles. Machen wir erstmal das hier fertig. Weben hat sich verbessert auf Level 4. Sehr befriedigend, finde ich, diese Verbesserung. So. Jetzt lass uns mal die Hose natürlich machen. Und die Schuhe. Und die Handschuhe. So, die Hose ist ja nun eher so ein Lendenschurz. Aber ich will mich nicht beschweren. Und die Handschuhe nehme ich auch. Kann ich das vielleicht irgendwann nochmal... Oh! Guck mal, das ist ja geil. Es gibt sogar so Item-Klassen.
Grobstoffhandschuhe, jetzt habe ich hier exzellent, die sind jetzt lila. Warum? Ist das einfach ein Zufallsprodukt? Je besser mein Webenwert ist, desto höher ist die Chance auf einen Unique Item hier, oder was? Das ist ja geil. Das heißt, je mehr ich davon baue, desto größer ist die Chance auf was richtig Gutes. Sehe ich das richtig? Maximale LP 23, Angriff 5,8, Armzähigkeit 23. Oh, das ist ja immens befriedigend. Und das Ding hier ist übrigens grün. Das ist hervorragend. Das ist ja geil. Ich werde direkt versuchen, eine verbesserte Hose anzuziehen. Ja, und die ist blau. Guck. Eine sehr gute. Also die hat 5% maximale LP 66, maximale LP 60, Verteidigung 5, Verteidigung 5,5, Beinzähigkeit auch erhöht. Das ist ja Hammer. Grün, blau, lila. Also es gibt mindestens vier und halt Standard, mindestens vier Itemklassen. Das ist super. Das ist echt gut. So, ich glaube, wir haben jetzt eigentlich auch, aber uns fehlen vielleicht die Rezepte. So, was willst du als nächstes machen? Okay, wir sollen die Basisweberei herstellen. Und Bandagen. Basisweberei. Ist das hier das? Können wir noch nicht. Webmaschine. Das können wir machen. Aber war das das, was du wolltest? Basisweberei, einfache Weberei. Basisweberei, einfache Weberei. Ah, so. Okay. Und jetzt möchtest du, dass ich drei Bandagen baue. Das ist ja gar kein Problem. Hey. Mach mal drei. Oh, ich kann nur zwei. Was fehlt mir denn dafür? Grober Stoff. Ja, dann müssen wir mal wieder Stoff herstellen. Was fehlt mir dafür? Fasern. Okay. Alles klar. Dann holen wir nochmal die Sense raus. Und gehen nochmal auf Fasernsuche. Und haben auch schon welche entdeckt. Fasern sind sehr wichtig. Okay, hier gibt es eher Stroh bei diesen zotteligen Büschen. Ernte schon auf Level 10. Das erhöht vermutlich dann auch die Chance auf Loot. Nehme ich mal an. Je besser die Ernte ist, desto mehr Sachen müsste ich dann bekommen. Glaube ich jetzt einfach mal. Okay, schnell zurück. In der Dunkelheit sollte man sich nicht zu sehr vom Lagerfeuer entfernen. Haben wir noch Steine? Brauchen wir jetzt gar nicht. Okay, so, dann. Grober Stoff bitte herstellen. Und nachdem du damit fertig bist, wollen wir Bandagen herstellen. So. Das haben wir auch. Ach so. Ich soll die direkt benutzen. Bin ich denn verletzt? Auf der 9 liegt das. Zack. Habe ich gemacht. So, 6 Strohfundamente sollen wir als nächstes bauen. 6 Strohfundamente. Ey, wieso kann ich nur eins bauen? Hallo? Ah, dann muss ich erstmal dicke Seile herstellen. Was? Dicke Seile. Ihr seht, das ist schon sehr crafting-lastig. So, jetzt bauen wir mal. Ey. Dickes Seil. Bam. Und wenn wir genug Seile haben, dann machen wir das Fundament. Und zwar, was hat er gesagt? 6, ne? Die sind richtig teuer. Wieso muss ich denn so viele bauen? 6 Stück? Die sind richtig teuer. Das ist ein sehr großer Grundriss, finde ich, für so ein erstes Gebäude. Vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen
mit der Sense losziehen, damit wir mehr Seile bauen können. Was? Hier ist noch ein bisschen was. Wachsen die Dinger nach? Sehr schön. So. Dann müssen wir jetzt noch so ein Strohfundament bauen. Fundament. Dann haben wir 6. Und dann sollen wir hier ein kleines Haus bauen, nehme ich mal an. Wir sind hier, ja, nicht weit entfernt vom Strand. Dieser Ort ist so gut wie jeder andere auch vermutlich. Okay, dann gehen wir mal auf die 0. So. Okay, haben wir. Und jetzt willst du wahrscheinlich Leuchtfeuer. Lalalala. Was? Nee, warte, warte, ganz kurz, was? Geburt eines neuen Stammes, Leuchtfeuer gedrückt und den Bauplan. Und dann ein Leuchtfeuer auf meinem Fundament. Ah, okay, verstehe. Was? Stamm. Stammesfeuer? Nee, okay, das ist es nicht. Feuer, was war das jetzt? Das hier, Leuchtfeuer? Das war Leuchtfeuer, ne? Oder? Ich glaube, das war's. Okay. Und jetzt müssen wir so ein Leuchtfeuer herstellen. Was brauche ich dafür? Baumstamm. Und ein Feuerstein. Okay. Kein Problem, dann machen wir uns mal an die Arbeit. Was habe ich hier in der Hand? Meine Hacke, das ist gut, da kann ich einen Baum. Ich will aber so einen richtig dicken Baum, nicht so eine. Was ist eigentlich mit Fackel? Gibt es eine Fackel? Ja. Was kostet die? Muss ich erstmal freischalten. Habe ich nicht. Dann müssen wir es in der Dunkelheit tun. Ist das hier im weitesten Sinne ein Baum? Ja. Da gab es aber jetzt keinen geeigneten Baumstamm. Das sind doch alles nur so kleine Palmen hier. Das ist doch kein richtiger Baum. Wo kriege ich eine Fackel? So. Was muss ich dafür machen? Lerne ich jetzt. Okay, dann baue ich mir jetzt eine Fackel. Fackel. So kann man ja hier arbeiten. Ohne Licht. Was ist eigentlich mit Bett? So, Bett. Oh Gott. Strohdickes Seil. Holzplatten. Hartholzplatte. Premium Hartholzplatte. Klasse bei Gebäude. Ja, so, dass wir mal schlafen, dass quasi der Tag wieder kommt, ne? Das Bett. Guck mal, es gibt doch ein Doppelbett. Holzplatte. Was ist denn vielleicht eine Stroh... Gibt es eine Strohmatte zum Schlafen? Nee. Was gibt es denn noch? Irgendwas mit Schlaf? Schlafsack? Schlafpropfen? Nee. Also es muss dann wirklich... Oder Matratze? Nee. Oh, warte mal. Eine Grasmatte? Oh, doch. Ha. Eine Grasmatte kann ich bauen. Das müsste es doch sein. Das ist doch das Erste, was man baut. Ein kleines Bett, dass man die Nacht überdauern kann. Das ist sehr klein für euch, ne? Das Inventory, das habe ich mir auch schon gedacht. Wir nehmen das mal statt... Ah, warte mal, was ist das hier eigentlich? Oh, Alter.
Lol, die Hüftlampe ist ja richtig geil. Ha, okay. Boah. Vergesst, was ich gesagt habe. Versetzen, demontieren. Setz dich und ruh dich aus. Nee, mit dieser geilen Lampe müssen wir ja gar nichts mehr machen. Das ist ja Hammer. Das hätte ich auch früher haben können. So, wir brauchen so einen dicken Stamm. Hey. Baumrinde bringt uns nichts. Ja, das ist es. Guck mal, der war doch sehr ergiebig. Oh. Das ist auch ein Digger, den nehmen wir auch mit. Ich bin bislang mit der Traglast sehr zufrieden. Das ist nämlich mega nervig in so Spielen, wo man viel looten muss, wenn man dann instant... Was ist denn das da? Da kann man irgendwas horchen? Hallo? Kra, kra! Mist, den hätte ich fangen können. Vielleicht hätte ich den zu meinem Freund machen können. Guck mal, Holzfällen ist schon auf Stufe 9. Okay. Ah, die Lampe ist ein absoluter Gamechanger. So, ich muss auch noch irgendwelche Erze oder sowas, glaube ich. Was kriege ich jetzt hier? Kriege ich überhaupt irgendwas? Ich glaube nicht. Das würde ja stehen, wenn ich was kriege. Klingt nicht so, als wenn ich da was bekomme. Ah! Nee, das war aus Versehen geerntet. Da, war das Stroh? Ja, das ist aber nicht das, was ich wollte. Das ist einfach... Entschuldigen Sie bitte. Ich weiß das zu schätzen, dass Sie mir was geben, aber... Das war nicht mein Plan. So, jetzt lass uns nochmal schauen. Leuchtfeuer... Feuerstein brauche ich nämlich noch. Wo kriege ich Feuerstein her? Nee, brauche ich gar nicht. Brauchte ich gar nicht. Ja. Egal. Soll mir recht sein. Da stellen wir dann da auf. Und dann kommt der Stamm. Und will sich mit mir vereinen. Was ist das? So, jetzt. Oh, das ist ja riesig. Jetzt weiß ich, warum ich dieses Fundament brauchte. Und jetzt? Ah, da kommen Freunde! Hi! Ja! Hi! Hey, guck mal, wir haben Freunde! Herumstreicher Level 18! Das ist dein erstes von vielen Stammesmitgliedern. Es mag zwar nicht besonders stark sein, aber das ist dennoch ein überaus bedeutsamer Fortschritt. Am Anfang des Abenteuers solltest du in deiner Basis lassen, um dir bei der Bereitstellung von Ressourcen zu helfen. Damit ersparst du dir eine Menge Zeit beim Erkunden. Natürlich kannst du es auch für den Kampf und gemeinsame Abenteuer mitnehmen. Allerdings ist das nicht ohne Risiken. Solange du die Infoeingabefunktion der Maske noch nicht freigestellt hast, kann jeder Tod den unwiderruflichen Verlust bedeuten. Interagiere mit dem Stammesmitglied, indem du auf ihm E gedrückt hältst, um dir anzusehen, welche Aktionen er ausführen kann. Das ist ja geil. Drücke auf O, um die Charakterseite zu öffnen. Oben links wirst du dort die Schaltfläche Stammesmitgliederliste sehen. Wenn du mehrere Stammesmitglieder hast, kannst du hier schnell zwischen ihnen wechseln und dir ihre Informationen ansehen. Hast du den Eintrag angeborenes Talent gesehen? Wir haben viel Arbeit darin investiert, dir eine große Vielzahl unterschiedlicher Stammesmitglieder bereitzustellen. Die Talente sind völlig zufällig, überaus zahlreich und sehr abwechslungsreich. Hier findest du detaillierte Informationen dazu. Hammer. Ich freue mich. Okay. Also dann... was? O? Oh, und jetzt bin ja ich. O bin ich. Das ist Wilbald. Wilbald ist stark.
Das ist der Herumstreicher. Okay, was kann diese Person? Angriff 18,5. Die ist sehr viel stärker als ich. Guck dir das mal an. Angeborenes Talent. Durst nach Blut. Ach du Scheiße. Endloses Verlangen nach frischem Blut. Wenn man Ziele innerhalb von 5 Metern angreift, ey, hat man eine 25%ige Chance, dass man 30% von diesem Mal erzielten Schaden in LP umwandelt. Krass. Okay. Arbeit, Arbeit. Jetzt kann ich dir eine Arbeit geben. Arbeitsart, bediene Werkbank. Ich habe gar keine Werkbank. Guck mal hier. Züchten und schlachten. Kannst du erstmal sammeln. Arbeitsort. Leuchtfeuer. Arbeitsziel. Ernten. Bergbau. Menge unbegrenzt. Lagerort. Nahe Lagertruhen. Arbeit speichern. Geil. Das ist ja super. Ich freue mich. Ich habe noch wieder ein paar Punkte. Wir nehmen jetzt mal... Belastbarkeit. Kraft. Agilität. So. Flinke Füße. Überleben, da steht da. Das ist doch nice. Jetzt muss ich, glaube ich, mal so eine Kiste bauen. Sonst weiß die ja gar nicht, wo die die Sachen hinpacken soll. Strohkiste. Können wir mal direkt zwei machen. So, wo ist hinten, wo ist vorne? Sieht man leider nicht. So, da kann die jetzt Sachen lagern. Toll. Das ist ja richtig gut. So, jetzt soll ich einen Unterschlupf machen. Um zu verhindern, dass das Leuchtfeuer beim Regen erlischt. Ja, das ist doch. Das können wir gut machen. Stroh. Fundamente haben wir. Das heißt, wir brauchen. Oh, eine Säule. Strohdach, Strohzaun. Naja, dann brauche ich ja einmal das, auf jeden Fall einen Türrahmen. Dann brauche ich Strohboden. Muss ich das auf das Fundament drauflegen oder wie? Weiß ich nicht. Muss der Boden? Nein. Ich glaube nicht. So, wir brauchen dann diverse Wände. Und zwar... Ja, okay. Es reicht schon nicht mehr. Wir müssen ein paar weitere Seile herstellen. Seil. Dickes Seil. Oh, wir können... Wieso können wir so wenig Seil... Seile. Dickes Seil. Und jetzt auf F. 14 Seile können wir herstellen. Okay. So, dann lass uns mal... Hier ist das kleine Lagerfeuer... Da sind die Kisten. Dann fangen wir doch mal an und setzen die Tür dahin. So, und dann kommen die Wände. Ich werde nochmal weiter Strohwand. So, die packen wir hier hin. So, und dann auf die 3. Hilfe, Hilfe, ich habe nicht mehr genug Wände. Hallo? Strohwand, bitte beeilen Sie sich. Ich habe doch... Wo ist das Problem? Was ist denn da am Weg? Oh nein! Ist dem angeblich dem Leuchtfeuer zu nah. Das empfinde ich jetzt als große Kränkung. Aber das ist nicht so schlimm.
macht euch keine Sorgen. Wir müssen noch ein bisschen Stroh ernten. Dazu gehen wir auf unsere Sense. Haben wir. Oh, der Tag ist wieder erschienen. So, ich werde noch ein bisschen ernten. Was macht die Holde Maid eigentlich? Arbeitet sie? Ist sie fleißig? Guck mal, ernten sind wir schon Level 13. Wie schnell wir da voranpreschen. Und nebenbei noch ein bisschen Erz gehackt hier. So. Au. Oh, ist sie kaputt gegangen? No, sie ist kaputt. Oh, hier. Aber sollte reichen, um erstmal Seil. Ne, was brauche ich noch? Seile? Drei nur. Aber Stroh war ja eigentlich das, was wir halt. Ein Fundament. Machen wir mal. Ja, eins. Fundament, Fundament. Das wäre dann hier. So. Wie sieht das aus mit Wänden? Haben wir nicht. Brauchen wir noch mehr Stroh, glaube ich. Strohwand. So. Oh, das ist aus. Warum? Und Dach baue ich auch noch. Warte, was ist denn hier mit Ilse? Ilse? Was hat die denn alles? So, die soll jetzt mal Stroh sammeln. Dann gehen wir mal auf O. Dann gehen wir hier auf die Ilse. Kann ich eigentlich einen Namen geben? Ah, geil! Ilse. So. Ilse. Arbeit. Arbeitsart, Arbeitsziel, Ernten. Ja. Let's go, do it. Arbeit speichern. Dankeschön. So, jetzt kann die nämlich auch ernten. Ich muss auch eine Werkbank bauen. Habe ich sowas schon? Ja. Was brauche ich dafür? Ach du Scheiße, Leder. Da muss ich vermutlich wieder neue Sachen lernen, oder? Ja. Ist nicht schlimm. Das wäre Gerberei, nehme ich mal an. Was? Bestätigen. Grobes Leder. Was ist das hier? Handwerkskunst? Handwerkbank. Bewusstseinsstärke 9. Ah. Schreinertisch. Oh, jetzt können wir auch ein Bett machen. Ja, komm. Können wir das alles lernen hier. Was ist das hier noch? Schleiferei. Schleifer. Gift. Töpferei. Oh, Nahrung. Oh, hier gibt es nämlich. Ja, hier gibt es nämlich jetzt super gute neue Gerichte. So, wir müssen die Bewusstseinsstärke mal erweitern. Wie sieht das aus mit Hunger und Durst? Sieht eigentlich noch alles okay aus. Was ist denn hier mit Bewusstseinsstärke? Woran sehe ich das denn? Woran erkenne ich meine Bewusstseinsstärke? Wo ist sie? Beherrschung. Können. Wo kriege ich meine... Der ultimative Wurf, der Tigerschlag. Sprungschuss. Drehungskick. Vierfach Tornadoschlag. Naja. Irgendwo muss meine Bewusstseins... Mein Bewusstseinslevel zu sehen sein. Weiß es aber nicht genau. Oh. Ich hoffe doch, es regnet nicht. Hat sie denn jetzt eigentlich unsere Sachen, wie besprochen, in die Kiste gelegt? Oh ja. Steine, Türkisstein und Feuerstein. Sehr gut.
Sind die zusammen, die... Nee. Okay, mach mal weiter. Sammel mal weiter. Ich muss... Auch diese Werkbank. Warte. Genau, ach so, jetzt muss ich erstmal mehr Stroh holen. Sie muss auch mehr Stroh holen. Ich kann noch mal eine, so eine Sense machen. Wie heißt die? Heißt die Sense? Steinsense, genau. Was fehlt mir dafür noch? Stein. Ja. Oh. Die andere kann ich auch reparieren, aber ich will jetzt nicht warten. So, Sense. Wo bist du? Da. Bauen wir mal kurz eine Sense. Machen, holen wir uns noch ein bisschen Stroh und dann können wir das überdachen. Also es ist natürlich mit mehreren Leuten ist man natürlich schneller, ne? Ah, guck mal, die ist jetzt sogar blau. Eine sehr gute. Hammer. Vielleicht erweitert das oder erhöht das den Ertrag, den wir bekommen. So, Stroh wollen wir. Hier ist doch noch super viel. Stroh. Sehr schön. Kommen sicherlich auch noch Gefahren später dazu. Wir sind ja relativ entspannt hier. Ist kein Green Hell, wo man relativ schnell so einen richtig harten Überlebensdruck spürt, sondern wir dürfen uns hier ausprobieren, können das lernen. Finde ich ganz einen gediegenen Einstieg. Nicht, dass ich das gebraucht hätte als Überlebensexperte. Alter, was ein riesiger, dicker Baum. Wir brauchen Stroh, wir brauchen Stroh. Bambus gibt es hier auch. Level 16 ernten. Wo soll das noch enden? Ah, Stroh sieht gut aus. Okay. So, dann zurück zur Hütte. Und dann können wir mal dieses Gebäude vervollständigen. Wo bist du? Gebäude, da hinten. Die macht ja hoffentlich auch ihren Teil. So. Okay. Was hast du bereits rangeschafft? Oh, 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 warte mal, das ist ja fantastisch. Das ist ja fantastisch, du bist ja super. Die ist ja richtig klasse. Ich bin total begeistert von ihrem Tatendrang. So, dann müssen wir jetzt Dächer bauen. Dach. Strohdach. Die Seile reichen schon wieder nicht. Das heißt, erstmal wieder Seile. Dickes Seil. Dafür brauchen wir die Weinreben. Okay, können wir jetzt 68 Seile bauen. Und dann nehmen wir mal das Dach. Habe ich eigentlich Hunger oder ist, mir geht es komplett gut? Kein Hunger. Jetzt weiß ich nicht, wie das funktioniert mit dem Dach. Müssen wir mal schauen. Kriegen wir das am besten? Nee. Hallo? Warte, da war doch gerade was, was mir gefallen hat. Ne, andersrum bitte. Wieso drehst du dich nicht? Hallo? Wechselabsorptions. Guck mal, wir können sogar da den Stil anpassen, das ist gut. Ja, aber ich will jetzt... Das war schon ein Riss, aber wie dreht er sich denn? So. Ha. Okay. Sehr schön. Oh Gott, das Ding geht aus, ne? Jetzt müssen wir mal schnell tätig werden. Nein, wir sind zu spät dran.
Hallo? Hallo? Hey. Entschuldigen Sie bitte. Das kann doch jetzt nicht hier ernst sein. Hallo? Das mache ich falsch. Das ist gerade. Einfach nur drehen, das ist doch nicht so schwer. Welche Taste ist es? Es ist nicht R, es ist nicht F. Doch. So. Ist doch F. Wir brauchen mehr Dächer. Ich habe original da, wo das am nötigsten war. Genau über dem Lagerfeuer. Habe ich kein Dach gemacht. Aber das liegt einzig und allein an anderen Dingen, nicht an mir. So, hier kann ich leider nicht so ein Dach, wie ich mir das dachte, machen, weil ich da ja keine Mauer bauen darf. Aber wie sieht's denn aus, vielleicht mit einem... gibt's hier sowas wie einen Balken oder so? Damit ich da ein Dach drüber machen kann. Säulen, genau, sowas wie eine Säule. Oder vielleicht kann ich eine Tür da noch machen? Wahrscheinlich nicht. Pfeiler. Sonst kann ich das Dach da nicht... Das ist natürlich blöd. So, warte mal, F. Aber es ist strange, es geht nicht mit F. Also das gefällt mir nicht, wie das gemeint. So, jetzt. Manchmal geht's, manchmal geht's nicht. So, und da kriege ich natürlich jetzt kein Dach drunter, warum auch, wie auch. Vielleicht reicht das aber auch schon. Guck mal, ich kann es noch ein bisschen höher machen. Ist ja gar kein Problem. Aber hier kriege ich es halt nicht hin. Und ich darf da ja leider auch nicht die Wand, hat er mir untersagt. Angeblich zu nah am Lagerfeuer. Kann ich das vielleicht noch... warte. Aber kann ich das hier vielleicht verschieben? Versetzen. Ah. Okay. Gebäudekollision erkannt. Okay, warte. Versetzen. Wo ist es? Versetzen da. Vielleicht kriege ich es noch ein Stück weit. Wenn ich es jetzt gar nicht mehr reinkriege, bin ich natürlich massiv beleidigt und auch empört. Na, okay, seht. Ja. Ja, okay, es muss wirklich. Zack. So. Vielleicht haben wir Glück und es geht jetzt. Dann gehen wir nochmal auf die 3. Yes! Es geht! Wir haben es geschafft. Ich sag doch. Survival Boy. Jetzt. So, das wollte ich jetzt hier aber noch vernünftig hinbekommen, bitte. Es geht einfach. Es macht mich komplett irre. Warum? Lass mich das so einfach, so wie ich das will. Oh, das ist echt... Das ist komplett Wahnsinn hier, dass das nicht geht. Es geht nicht. Ihr denkt, ich bin dumm. Nein, das ist es nicht. Warum? Wer hat sich das ausgedacht? Das ist der erste Minuspunkt, weil er mich in den Wahnsinn treibt. Warum kann ich das nicht einfach ganz klassisch... Was ist das für ein System? Nee, ich... Es geht nicht, ich kann es nicht drehen. Auch mit dem Mausrad nicht. Ich bin beleidigt. Jetzt geht's, okay. Aber das ist strange. Das war ein bisschen Glück, ob das klappt oder nicht. Aber das kann ich jetzt einfach wieder anzünden, oder was? Fehlt natürlich Brennstoff. Jetzt könnte ich da... Zack. Hoho! So nice.
Das hat die Dame des Hauses gesammelt in der Zwischenzeit nicht so viel. Na, ist ja, da kann ich alles alleine machen. So, das ist doch nice. Jetzt könnte ich vermutlich noch... Habe ich noch Dachteile? Nee. Aber ich nehme an, bauen wir noch eins, dass ich da auch die Ecken da oben zumachen kann. Einfach für die Gemütlichkeit. Und ich glaube, ich hätte die Fundamente, ich weiß nicht, ob ich sie auch höher hätte setzen können. Aber das nervt natürlich, dass hier so diese Büsche da so durchglotzen. So, also zwei. Jetzt können wir Z und ich will nee. Klar, das würde sogar gehen. Dann ist das halt nach innen abgekippt, aber das ist ja nicht das, was ich wollte. Nee, ich wollte eigentlich so einen Riesen-Johnny da oben. Krieg's auch nicht zu. Scheint mir nicht zu gehen, oder? Das scheint mir nicht zu gehen. Das wäre... Ja, das ist so eins. Nö. Geht einfach nicht. Giebeldach, Strohdach. Nope. Nee, schade. Ich hab gedacht, vielleicht könnte ich hier die Ecken noch zukriegen, aber... Keine Ahnung. Geht nicht. Schade. Egal, ist nicht schlimm. Was können wir hier noch herstellen? Oh, eine geröstete Heuschrecke. Schön fünf geröstete Heuschrecken. Das haben wir uns schon mal gewünscht. So. Ah, einen Schreinertisch sollen wir herstellen. Können wir sogar machen. Dann stellen wir uns jetzt hier einen Schreinertisch noch mit rein. So, sie sitzt da. Was ist los? Du musst gleich Platz machen. Ich brauche einen Schreinertisch. Mit einer Wand. Das wird hier vorgeschlagen. Mit einer Wand zu probieren. Oh ja, warte mal. Oh! Das ist ja ein fantastischer Hinweis. Ehrlich gesagt hätte ich da auch selber drauf kommen können, weil das ja eine Wand ist. Und kein Dach. Okay, der geht auf mich. Das war meine Dusseligkeit. Da trägt das Spiel keine Verantwortung für. Das ist natürlich eine Wand und kein Dach. Im Grunde genommen vermutlich, oder? Es ist der Wandmeister und nicht der Dachdecker ist dafür zuständig. Was? So. Ja, okay, das klappt auch gut hier. Sehr schön. Oh, sehr viel gemütlicher. So, was ist mit der Werkbank? Schreinertisch. So, jetzt wäre super, wenn die da jetzt weggehen könnte, weil ich wollte den da eigentlich hinsetzen. Kann ich ihr sagen, sie soll mal woanders hingehen? Ilse, pass auf. Kann ich dir Befehle geben? Wie wäre es mit, geh mal weg? Werkstatt sammeln. Eine Werkbank. Nee. Ungültiger Arbeitsort. Ja. Wie kriege ich denn jetzt da wieder raus? Position zurücksetzen. Oh, geil. Ha. Was? Aber okay, das ist super. Nee, nicht. Das ist super, das ist sehr, sehr gut. Position zurücksetzen. Okay. Sie hat auf jeden Fall richtig Bock. Warum?
Fräulein. Sie ist aber schnell sein. Mann! Warum? Warum? Muss das draußen sein? Nee, warte. Ihm ging's. Warum geht das? Ha? Kollision erkannt? Mit was? So, hier würde gehen. Ich wollte es gerne ganz in die Ecke machen, aber da hat sie ein Problem mit. Pff, dann mache ich es einfach draußen. Hier. Dem Fundament, komm. Ihr könnt es ja eh auch nochmal umsetzen. Oh. Ach so, das ist ein Schreinertisch. Ja, der gehört ja auch nach draußen. Wer kam denn auf die törichte Idee, das nach drin zu setzen? So. Verwende Schreinertisch und stelle 5 Holzgriffe her. Holzgriffe? Was brauche ich dafür? Bin nicht gelernt, ne? Ach, hier brauche ich einen Baumstamm für. Dann nehmen wir mal die Hacke und machen uns mal in die Arbeit. Wo haben wir denn diese dicken Bäume? Nicht diese Palmen. Da hinten. Guck mal, den können wir hier noch nehmen. Der sieht gut aus. Ein kräftiger, dicker Baum. Vielen Dank, lieber Baum. Du hast mir gute Dienste geleistet. Wir nehmen den nächsten. Der ist auch okay. Nicht ganz so dick, aber... Ey. Hallo? Oh, schon wieder kaputt. Mist. Dann brauchen wir mal... Wo bist du? Axt. Steinaxt, was fehlt? Es fehlt original Stein. Dann nehme ich doch den hier. Steinaxt. Die kann man sicherlich auch reparieren. Oder wie war das? Aber die ist jetzt endgültig kaputt. So, wo ist sie? Da. Der Baum hat meine Axt kaputt gemacht. Das soll er jetzt zu spüren bekommen. Und sein kleiner Bruder auch. Und einen noch. Tschüss. Okay. Ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen, um Griffe herzustellen. Haben wir uns das nicht schon immer gewünscht? Ich glaube, 5 Stück wollte er haben. Was mache ich denn mit den Holzgriffen? Muss ich stehen bleiben? Okay. Steinwaffen, haben wir das schon studiert? Steinwaffen? Ne, haben wir noch nicht. Doch, nein, haben wir noch nicht. Steinhammer, Steinklinge, Steingroßschwert, Alter. Doppelklingen, Rammgerät. Okay. So, jetzt können wir uns irgendwas herstellen. Stein. Speer, Steinspitzhacke, Steinsense, Steinspeer. Ja, was benutzen wir am meisten? Sense haben wir gerade noch eine. Hammer aus Stein. Wir haben noch Holzgriffe. Ich glaube, wir müssen aus der Kiste einmal. Oder muss ich hier noch irgendwas. Ja, ins Inventar ziehen? Das habe ich mir gedacht. Dann gehen wir mal und holen uns hier diese Feuersteine, die Holde Maid dankenswerterweise für uns gesammelt hat. Und jetzt, ich glaube, er hat gesagt, es ist ihm egal, ne? Ja, okay, machen wir einen Steinspeer. Steinspeer. Das brauchen wir nicht. Tutorial mache ich aus. Ich lerne es so. Oh, scheiße. Wisst ihr noch, als ich das Spiel gelobt habe und mir das nicht von draußen angeguckt habe? Tja, es ist meine Schuld, aber ich kann das vielleicht noch
anders machen. Und zwar muss ich wahrscheinlich hier auch wieder Z gedrückt halten. Und dann... Ist das nicht echt geil? Ist invertiert. Das hier, so. Ja, guck mal. Das können wir auch wieder schön machen. Also... Die Wand, genau. Warte mal. Hallo, ist die das jetzt? Demontieren. Okay. Ernsthaft? Warte mal. Hallo? Nee. Nee. Das ist schon die, aber... Hallo? Ach Mensch. Warum? Du kannst dich doch einfach drehen. Das ist doch gar kein Problem. Dreh dich doch einfach. Why? Why? Ah, so, jetzt geht's. Okay. Da war das Mausrad jetzt die Lösung. Warte. Jetzt müssen wir einmal wieder raus. Dann muss ich demontieren. Okay, und demontiert. Okay, da ging es jetzt gerade mit dem Mausrad. Vorhin hat das Mausrad nicht geklappt, aber egal. We get there. So, jetzt. Dip. Ja, und warte, ist das richtig? Jetzt gucken wir uns das mal von draußen. Von draußen an. Ja, sehr schön. Nein, das habe ich geahnt. Ich habe es befürchtet. Warum? Da habe ich wieder einen Fehler gemacht. Hallo? So, demontieren. Jetzt bitte. Zack. Z. Bup. Bam. So. Und jetzt, das geht jetzt mit dem Mausrad. Vorhin ging das nicht mit dem Mausrad. Komisch. So, fertig. Das war jetzt ein bisschen falsch bedient von mir. Aber das sieht doch schön aus. Und jetzt kann ich hier sogar hier ein Fenster reinmachen. Aufwerten geht auch. Kann ich aber noch nicht. Holzwand. Geil. Okay. Die könnte ich jetzt abreißen und dann könnte ich, wenn ich wollte, da ein Fenster reinmachen. Warte mal, wir machen mal Oh, ich traue mich nicht. Dann ist egal. Nachher geht das mit dem Feuer. Irgendwas geht da nicht. Ist egal. Wir brauchen kein Fenster. So. Das ist gut. Was willst du jetzt von mir? Stell eine Strohkiste. Habe ich doch gemacht. Lagertyp auf Pflanzen. Drücke E zum Öffnen des Lagers, drücke L. Okay, warte. L. L. Ah. Nee, warte mal. Erst öffnen und jetzt L. Da, alle Arten. Pflanzen. Ah, jetzt muss ich erstmal leer machen. Aber das ist doch eine Pflanze. Egal. So, aufmachen, L drücken, zack, Pflanze. Bam. Lagergegenstände einstellen. Haben wir gemacht. Super, das ist sehr, sehr geil. Öffne Strohkiste, drücke G. Also vielleicht sollten wir nochmal eine neue Strohkiste herstellen. Kiste. Bauen wir nochmal eine Kiste. So langsam kommen wir rein. So langsam kommen wir rein. Das gefällt mir überhaupt nicht, warum sie da nur so rumsteht. Weiß ich, was ihr Problem ist. Wir werden es nie erfahren. Kiste. So, jetzt zack. Und was hast du gesagt? G. Huch. Ah ja. Alles einfach rausgeschreddert. Interessant. Okay. Also. Ich finde, das ist ein sehr vielversprechendes Survival-Crafting-Game.
was vermutlich auch mit mehreren Leuten nochmal mehr Dynamik entfaltet. Da sind einige, finde ich, schöne Umsetzungen. Also an das Bausystem, wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, ist okay. Das mit dem Erforschen der Sachen. Es ist natürlich ein sehr umfangreiches Menü, aber es ist schon ganz gut gelöst, finde ich. Das mit den Companions ist eine super Idee. Es ist auch nicht das erste Spiel, was das macht. Gibt es mehrere, wo man dann so einen Hof oder irgendwas, weiß ich, so Medieval Dynasty oder so, wo man ein ganzes Dorf auch mit NPCs bevölkern kann, die alle irgendwelche Aufgaben übernehmen. Das ist nicht neu, aber es scheint mir ganz gut umgesetzt zu sein. Ich mag, dass die alle so unterschiedliche Fähigkeiten haben, die random sind, dass man sich entscheiden kann, ob man die haben will oder die nach irgendwo anders hinschickt, wo der Pfeffer wächst. Jetzt ist das natürlich ein bisschen verbuggt, weil die da in der Hütte rumhängt, aber im Grundsatz ist das, glaube ich, cool. Da kann man sich ja auch so ein richtiges Dorf bauen, wahrscheinlich. Gefällt mir, hat auf jeden Fall Potenzial. Also, das ist Soul Mask. Check it out. Und freue mich wie immer über Feedback, über Kommentare zu diesem Spiel. Macht's gut, Leute. Tschüss und auf Wiedersehen.